Ja, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Challenge Titan Quest. Hi Julian. Hallöchen. So, beim letzten Mal hier stehen geblieben und ich habe gerade gesehen, ich habe noch eine Essenz von Herakles Macht, denn die werde ich mir jetzt. Die kann nur auf Rüstung, ne? Schwul. Na gut, Armschienen kommt her. Ja, die bringen Angriffsgeschwindigkeit, die werde ich wahrscheinlich ein bisschen tragen. Ja, dann gehen wir mal Richtung Delphi. Jo, ich wollte sagen, heute Ziel Delphi auf jeden Fall. Delphi schaffen wir auf jeden, das dauert ja nicht mehr lang. Ah, oh, ein bisschen, ne? Das zieht sich ein bisschen der Weg. Na gut. Ja, mal gucken. Ach ja, das war ja das, wo ich keinen Schaden mache. Aber das ist ungewohnt, wenn man zwischendrin die ganze Zeit andere Charaktere spielt. Ja, stimmt. Ich habe viel zu hohe Cooldown, fällt mir gerade auf. Ja, es blitzt Level 1 oder so, ne? Naja, aber auch meine kleine Möchtegern-Kugel. So, da haben wir gerade den Quest mit den Kisten erfüllt. Das sind nämlich hier die, Dingskisten. Das ist mit Mod, oder, Julian? Das ist mit X-Max, ja. Okay, ja. Nur nochmal sicher gehen. Ich hab das ja nicht gehostet. Wir haben hier aber nicht gekniet, ne? Nö. Da können wir nicht mal weiter rennen, wa? Nachdem wir die Touren aufmachen. Wir haben immer noch kein blaues Item gedroppt hier in dem Run. Das ist so hart. Wir haben. Sollen wir erzählen? Wir haben vor kurzem nochmal eine Runde angefangen mit ein paar mehr Leuten. Ja, und wir haben direkt mal 5 blaue Gegenstände gefunden. Ja, bis Sparta irgendwie 5 blaue Sachen. Das war auch richtig. Oh, fuck, Hauptmann. Fuck, Hauptmann. Kein Bock auf den Hauptmann. Hauptmann ist tot. Das ist ja so geil, wie viel Leben wir haben, ne? Ja, wir halten halt echt gut aus. Das ist echt ganz nett. Das rettet uns auch echt ziemlich den Arsch, aber dafür machen wir echt keinen Schaden. Bisher nicht, nein. Mal kurz gucken. Ja, ich habe 68 DPS. Mit dem anderen habe ich 300 irgendwas. Plus Ansturm. Ich habe 60. Warte, ich habe mehr DPS als du. Ja, ja, durch deine grüne Waffe. Ach ja, stimmt. Stimmt, hier war ja so, dass wir noch irgendwas brauchen, dass du tanken kannst, also irgendwie Akku kriegst. Ja. Also zwischen Safe Found und Equippen ist ein kleiner Unterschied. Boah, ja, das stimmt. Das ist recht happig. Wird lustig auf jeden Fall nachher. Also Griechenland dürfte eigentlich ohne Probleme sein. Einzig interessantere Boss wird später wahrscheinlich in der Akropolis. Oh ja. Nee, die Medusenschwestern gibt's ja auch noch, aber schauen wir mal. Scheiße. Aber wenigstens keine Unmasse an Schildkröten hier jetzt. Also du auf jeden Fall gucken, dass du bis zu der Medusenschwester mal ein paar Burst-Fähigkeiten hast. Naja, ich wollte eh nochmal aus der Störwelle den Punkt rausnehmen und so. Das kannst du alles in Delphi machen. Okay, weiter geht's. Aber nicht hier, oder? Doch. Doch hier. Ja, doch. Oh, Schlammfest. Ach, du hast ja noch 9 Mut. Ja. Wir machen ja so überhaupt keinen Schaden. Nee, der Schlammfest braucht echt ewig. Ja, in Feuer kriegt man schneller einen Multischaden. Ja. Oh, da fängt's an. Schildkrötenbosse. Erstmal. Die ganzen Schildkröten zu tanken ist böse. Erstmal die Schildkröten, Julian. Erstmal die Schildkröten. Boah, scheiße. Ich kann das nicht tanken.
mal ganz kurz. Neuen Mood Cooldown, Heiltrank. Hier, der eine Schnapper ist relativ. Ist schon auf der Hälfte. Oh fuck, da kommt noch mehr. Wo kommen die denn jetzt her? Boah, fuck. Wie ewig die aushalten? Oh oh. Müssen erstmal die ganzen kleinen Schildkröten machen. Die gehen mir mit ihrem Eslo dermaßen auf den Sack, ey. Das heißt, ich bin nur am Halter gestucken. Da sagst du was, ja. Neuer Mut hat halt viel zu hohen Cooldown. Oh je, oh je. Das wird sehr lustig. Oh ja. Was heißt nicht ohne Grund Let's Challenge? Ja, man muss sagen, wir haben nicht die optimalsten Klassen dafür genommen. Nee, haben wir halt auch nicht. Die aber... Ja, aber es ist theoretisch mit jeder Klasse schon machbar, von daher. Ja, deswegen. Das sieht sehr interessant aus, die Leiche. Oh. Und da oben ist irgendein Schrein. Schrein der Dorn. Sehr, sehr gut. Was traurig ist, der Schande Dorn macht viel mehr Schaden als ich. Also so ein paar Sachen, die droppen, wäre ja schon ganz schön. Ja. Zumindest, dass man mal grün equipped ist und nicht komplett gelb. Ja gut, mit dem Grün kommt er eh früher oder später auf, dass du so ein Schlampf bist. Ja, das ist schon ziemlich sick. Yay, Saturn. Hast du dein Leben ist ziemlich low? Ja, ich will den neuen Mut, ich will keinen Heiltrank trinken. Und kommt auch bald das Level ab? Ja, eben, deswegen auch. Warte mal, hinten folgt noch einer. Oh Gott. Ging ja sogar. Nur noch können wir nicht gegen die riesigen Massen was machen. Oh, das war vielleicht nicht so intelligent. Wir machen die Wildschweine aber keinen Schaden. Weil du Rüstung drauf hast. Wie sonst was? Yo. Ach ja. Ja, da kann man gar nicht so viel zu sagen. Im Moment passiert nicht so wirklich viel. Ja, es ist halt momentan echt. Es zieht sich. Mach mal Level ab. War's schon? Ja. So, zum Schmied. Ich will mal einen Erfahrungsschrein. Ja, doch, kann sein.
Jetzt hast jetzt habe ich das Level. Ja, komm, ist ja kaum was. 1500 ist ja nix. Ich weiß noch, dass ich abwechselnd in die Masteries geskillt habe. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich den neuen Mod höher ziehen will. Und ich weiß halt nicht, gehe ich jetzt entweder, mache ich die Mastery voll und gehe auf Kettenblitz? Gehe auf Eissplitter, würde ich sagen, oder? Hau doch nie was mit der Energierecke, oder? Aber gut, du kannst auch erst halt direkt auf... weiß ich halt nicht. Ach, musst du wissen, ist mir egal. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Punkte die Meisterschaft reintun, dass ich wenigstens die 24 freischalte. 24 ist was? Die 24 wäre der Eishagel, die mehreren Projektile für das Eis. Ja gut, sonst geh erstmal auf Kettenblitz. Und wenn du dann so langsam das grüne Equip hast, dass du dann den Kettenblitz rauskillst und auf Eis später umskillst. Es kommt eh drauf an, was jetzt unter deinem Equip ist, halt wirklich so. Was für eine Energie brauchst du nochmal? 27 oder sowas, ne? Pro Sekunde, ja. Und sonst solltest du dir vielleicht überlegen, ob du dann noch, ich meine, ich mache jetzt die Messung direkt Aura höher. Ja, direkt Aura, da kannst du 6, glaube ich, rein mit rechnen. Ich meine, das bringt 6. An Rack. 6 nur dein Energie-Rack, das ist schon mal sehr nice. Und du kriegst einfach ja durch Intelligenz ziemlich viel Energie-Rack. Wäre nur schön, wenn diese Viecher irgendwas droppen würden. Ah, stimmt. Da ist was für dich. Großer ist stabilisiert, was kann der? Der kann aber gar nicht mal so viel. Trotzdem wahrscheinlich mehr Rüstung und so weiter. Nee. Egal, ich zieh ihn trotzdem, weil der bringt Gesundheitsreck. Der andere bringt 65 Leben, der hier bringt Gesundheitsreck. Lol, das macht sich mal insta, warte mal. Wie krass macht sich das denn bitte bemerkbar? Ach, das war Adrenalin, was eben geprockt ist. Ich wollte gerade sagen. Sorry, ich hab gerade ein bisschen gepennt. Das ist noch ein Plünderer. Ja, der Ausdauer eventuell. Warum nicht? Aber wir sollten vielleicht auf jeden Fall mal nach der Aufnahme rechnen, wie, nee, boah, ich hab voll die guten Perlen, wie viel Energie du brauchst. Ja, ja, wie gesagt. Wir müssen erstmal ein paar grüne, blaue Gegenstände finden. Noch geht's ja, die werden wir auch noch schaffen irgendwie. Ja, klar, Ägypten ist, denke ich, machbar, aber... Aber ich will es möglichst schneller hinkriegen. Wahrscheinlich werde ich ein bisschen aus der Meisterschaft anderen rausholen oder so. Oder da bin ich ja nur genau bis zum okay. Nee, ich brauche einfach ein paar Level-Ups. Naja. Ja, das kommt ja alles mit der Zeit. Das Schöne ist ja, dass Dings erstmal an sich. Oh, was sind das viele Mages? Ich muss nur erstmal hier bei mir klicken. Naja, vergiss es. Eben so ein Ketten. Ich kann zumindest nicht da drinnen tanken. Der Blitz ist ja schon mal nicht schlecht. Die haben halt viel zu hohe CDs bisher. Ja, aber das, der macht schon mal gut Schaden. Der stunt halt auch, genauso wie meine Blitzkugel. Also CC habe ich schon mal ein bisschen was. Alles dood. Immerhin, wir haben eben was Grünes gedroppt. Ja, bei uns im Run ist das Seltenheit. Ich weiß nicht, wie man so viel Pech auf einmal haben kann, aber... Das ist echt so krass. Ist schon hart. So, einmal durch die Schlager durch, sagst du. Aber das Gute ist halt im Moment einfach, wir haben einfach nur live. Stimmt, wir haben live-Rack, Resistenzen.
Aber der Schaden ist, lässt halt ein bisschen zu wünschen übrig. Also ein bisschen ist untertrieben. Er lässt sehr zu wünschen übrig. Wir machen gerade ein DPS von nicht mal einem Saturn pro Sekunde. Doch, ein Saturn. Achso. Ich muss sagen, wir machen schon mehr Damage als die Saturn. Nein, ich habe gerade die Einheit Saturn pro Sekunde erfunden. Ich weiß. Das habe ich dann auch verstanden, nachdem ich darüber nachgedacht habe. Schlauer Männchen. Ja, ich kann denken, stell dir vor. Das ist eine Ability, die nicht viele Menschen besitzen. Das ist auch erst skillen. Das ist in der Intelligenz Mastery. Okay, weiter, weiter, weiter. Wo hast du den Reckschwein? Warte mal, die gehen mir gerade hinten auf den Sack, die Bogenschützen. Was für eine Cast-Reichweite, bitte. Nö, ist ziemlich hoch. So ein Fickspecht aus dem Wald, ey. Ach ja. Ich hab gar nicht auf die Uhr geguckt, wo wir angefangen haben mit Aufnehmen. Sehr kurz gut. Vor halb. Kurz vor halb haben wir angefangen. Ja. Na gut. Ich denke, bis Panas ist drin. Auf jeden Fall Delphi, ne? Ja, Delphi sind wir jetzt direkt. Ja, geht noch, wir müssen noch. Nee. Das ist hier direkt Delphi. Alter, diese ganzen Bogenschützen, ne? Sagst du wieder nichts Grünes? Boah, Tränke. Demnächst fange ich sonst nochmal an, gelbe Gegenstände aufzusammeln. Das ist echt traurig. Boah. Also ich meine, wir spielen ja den Xbox zum einen, weil es eine Herausforderung ist, zum anderen kriegt man auch eigentlich schneller Gegenstände. Eigentlich kriegt man auch schneller Gegenstände, ja. Was heißt schneller an? Man kriegt halt mit derselben Raid, aber dadurch, dass du viel mehr Monster klopfst. Ja, richtig. Hast du dann halt auf an früheren Stellen die besseren Items, aber leveltechnisch her hast du es an denselben Stellen quasi. Neuer Mut ist ein richtig geiler Heal. Auf jeden Fall, vor allem kriegst du Resistenzen und Energierücken alles noch reingeschoben. Also Single Targets machen wir gut Schaden. Nur ist das der X-Max-Mod. Oh, da ist was Blaues. Metallbums. Was? Na ja, damit. Kann egal, du machst trotzdem mehr DPS wahrscheinlich. Moment, Morale. Nein, mach ich nicht. Aber. Zweites Waffenset, oh yeah. Ja, unser erster blauer Gegenstand. Ein gut, dass mach ich keinen Schaden damit. Und wie gut, schnell die Pfeile fliegen ohne die Jagdmeisterschaft. Leck mir doch die Eier, den verkaufe ich gleich. Ja, das wird unser Heiltankvorrat für ein bisschen Zeit. Boah, warum muss das denn der erste, warum muss der blaue, erste blaue Gegenstand? Ja, es war doch klar, unser Run läuft so gut. Ich meine, jetzt hat es sich gedacht, komm, trollen wir noch mehr, wir droppen den im blauen Gegenstand und lassen es ein Bogen sein, was die beide überhaupt nicht brauchen können. Boah, Alter, du bist so hart an mir, die Tränke am Weglooten. Oh, da hier, Großhelm wieder. Nee, nichts für den Damage-Dealer, bitte. Was haben wir denn hier? Den kann ich nicht mal tragen. Level A. Oh, Level 18. 17% Geschicklichkeit, 10% Stärke plus 13% Intelligenz. Ja, das bringt mir sogar was, weil ich Natur hab. Ja, der ist nett. Für Level 18. So als Dead Helm. Ja, der ist ziemlich nett. Ja, das ist cool. Ich habe, wie gesagt, bisher einen grünen Stab. Das war's. Ich hab einen Todeswürmer Beinstoß, ja, also. Oh komm, vielleicht haben wir ja dann. Wir müssen ja immer mal Glück haben, irgendwie. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwann muss auch der größte Depp mal was finden. Irgendwann muss ich immer. Vielleicht finde ich am Hades irgendwie Rums oder Wumms oder so. So ein Artefakt könnte auch einiges, gerade wo wir jetzt Metallbums verkaufen können.
Aber. Bis wir Artefakte kreieren können. Ja, bei mir steht eine Leiche mitten im Spielfeld. Sagen wir es mal so. Nee, nicht. So, jetzt sind wir im Eingang von Gedelfi. Oh, das war die W-Taste, nicht die R-Taste. Oh. Oh. Ja, die Fallen waren böse. Ja, ich hatte gerade den. Nee, es war nicht das Problem. Ich hatte nur den Finger auf der falschen Taste. Ab in der City. Naja, fast. Ja, jetzt kommen noch so ein paar Viecher und dann war's das. Davy, das ist glaube ich echt mal das erste, was man als Stadt bezeichnen kann. Ja. Megara war so ein Hafendorf. Aber Davy ist eigentlich ganz schön. Ist echt cool gemacht von der generell von der Kulisse. Also die haben ziemlich viel aus diesem antike. Ja, das muss man sagen, man findet einige Sachen wieder, wenn man so ein bisschen, wenn man mal Lateinunterricht gehabt hat und ein bisschen Geschichte. Boah, bitte kriegen wir jetzt Element Widerstand bei der Quest, bitte. Das wäre sehr göttlich, aber Cody, bei unserem Glück wird es ja, wahrscheinlich irgendwie. Das ist mir sowieso nur einmal passiert, das ist so selten. Wird es wahrscheinlich Durchschlagswiderstand oder sowas, was gar nicht möglich ist. Nee, Durchschlagswiderstand geht nicht. Nee, nee, geht nur Element oder Gift geht. Oder, ja, also einer der Elemente. Also Gift hätte ich auch nichts gegen, aber wahrscheinlich wird es wie ein einzelnes Element. Ach, wahrscheinlich irgendwie Feuer. Mit Feuerresistenz hatte ich mir noch nie Probleme. Ja, ich auch nicht. Liegt aber auch einfach daran, dass es wirklich keinen üblen Feuer-DDler gibt. Ich will ja nicht sagen, ich hätte es gesagt, aber. Naja, immerhin haben wir dauerhaft Widerstand bekommen. So. Ja, Leute, das wird ein richtig guter Run. Aber irgendwann lacht das Glück jedem, ne? Ich nehme an, du skillst dich gerade um. Ja, gerade umskillen ist nicht so viel, ne? Ich verkaufe an die Weisen und Menschen. Ist halt ein Punkt aus der Stirbelle raus. Ach ja, den Metallbums wollte ich verkaufen. Ansonsten ist da noch nicht viel, ne? Reise möglichst weit fort von hier. Mal gucken, will ich irgendwas rausgehen? Das ist dann wahrscheinlich gerade gut. Schildschlag. Wir brauchen einfach Level-Ups. Hilft nichts. Was bringt das denn hier trotzdem? Ich hab hier noch was für dich übrigens. Was hast du denn? Ich hab's mal rausgeschmissen gerade. Achso, na ja, danke. Eine komplette? Ja. Komm mal, also auf die Beinschienen damit. Ja, ich habe für mich auch schon noch was. Ich habe eine Essenz des Blitzes voll, aber da warte ich noch, bis wir wirklich Damage brauchen. Na gut, ich kann die rausholen auf jeden Fall einmal. Das kostet ja nicht so viel. Das kostet richtig kacke viel. Das kostet 75.000, ich habe 104.000. Ja, aber das ist es mir noch nicht wert dafür. Ganz ehrlich, da kann ich auch gerade ein bisschen warten. Fuck. Was ist los? Gift Damage. So viel Schaden machen die doch nicht. Halt immer gut ich hab aus. Die beiden Kugelbuten gehabt. Drei Kugelbuten. Oh, Alter, die halten so viel aus. Die geben auch gut EP. Ja, auch wieder mal nichts gedroppt. Na gut, bei den Spinnen kannst du auch nicht erwarten, dass die vertroppen. Doch. Nein. Die kämpfen auch mit Waffen, falls du es nicht siehst. Ach die, ja, aber die Arachnos haben nicht wirklich eine hohe Chance, irgendeinen Shit zu droppen. Das ist was anderes. Höchstens Todesweber, ansonsten haben die, glaube ich, echt. Boah, ja, vielleicht noch Banditenscheiße, aber sonst. Ja, nichts Interessantes. Ja. Oh Gott. Muss ich sagen, die Spinnen halten gut aus.
So, zwischendrin mal 9 Mut oder sowas. Ah. Ja, mit dem warte ich eigentlich immer, bis ich so mal mindestens meine 1000 Life verloren habe, weil der heilt 1080. Weil, okay. Weil der hat halt so einen hohen Cooldown, ne? Ja, und deswegen sollte man auch dann direkt einsetzen. Sonst ist er nämlich da nicht mehr ready. Ja. Ich weiß schon, wann ich meinen neuen Mut. Oh, geil, schreit er down. Naja, jetzt geht's auf Richtung Panas, wie man schon am Gebietnamen sieht. Ja. Die Panas-Höhlen. Ja, sind relativ groß, aber wenn man sich auskennt. Also auf jeden Fall der erste längere Dungeon. Wir haben auch noch eine Quest, die wir da drin erledigen müssen. Wie gesagt, wir zeigen die Quests auf jeden Fall. Die Quests zeigen wir. Ich finde, es gehört einfach dazu, dass man am Ende ein voll ausgefülltes Questblock hat. Und die Quests sind wirklich nicht schwer. Oh, das ist so gut. Dein Dornbuff ist einfach so gut. Ja. Mach was hier. Ja, mach. Oder sie überstellt. Oh, nice. Habe ich jetzt zu den Todesfeuer. Oh, da geht mein Leben dahin. Mein Schild bringt 120 Leben, mein altes. Aber gut. Dafür mache ich, habe ich mehr Angriffsqualität, ich habe Chance für Durchschlagsvergeltung und ich mache noch extra Durchschlagsschaden. Wenn ich mit dem Schildschlag angreife, also mein Schildschlag müsste jetzt gut sein. Ah. Ich lege extrem, sagst du? Julian? Okay. Komisch, weil hier läuft alles flüssig. Kurzen Cut mal. So, da sind wir wieder. Nach kleinen technischen Schwierigkeiten, was unser Kommunikationsprogramm anbetrifft. Unser Server hat er gerade irgendwie rumgespackt. Jetzt sind wir in Skype, also nicht wundern, sollte sich Jürgens Stimme ein wenig verändert haben. Ich habe inzwischen Helium genommen. Ja, so krass unterschiedlich klingt sie jetzt auch nicht, aber es heilt halt ein bisschen mehr. Skype ist halt doch von der Audioqualität minderwertig. Im Vergleich zu Mumble. Aber Skype ist ganz okay. So, da unten sehen wir einen neuartigen Heilboden. Ziemlich cool. Ja, die sind witzig. Kommen wir auch nicht so oft vor. So, ja, jetzt gibt's. Überraschung, Überraschung, grüner Arachnos, ja. Aber es sind immer noch Arachnos. Die gibt's auch so in allen Farben. Das stimmt. Yay, und Minispin. Minispin gibt's überall, wo es Arachnos gibt. Yay. Was, wir gehen hier hoch, aber da lang müssen. Tor. Im Moment ist eigentlich echt wirklich jede Truhe ungefähr ein bisschen wichtig. Könnte was Grünes drin sein. Ohne Spaß, diese scheiß Giftschützen da hinten gehen mir gerade richtig auf die Eier. Ja, wir haben halt keine Kräuterkunde, ne? Ne, die machen keinen Schaden. Es geht mir einfach nur auf die Eier vom visuellen Effekt her. Da sind Tränke für dich. Ich habe eben noch mal ganz gut gekauft. Oh so, nee, ich habe nicht gekauft. Ich verlasse mich da auf dich. Oh. Naiv. Ah, die droppen auch nur Shit, ne? Ja, sie droppen nichts Gelbes. Also ich meine, ich sehe ja nur noch Gelbes und höher. Boah, Alter, das geht so auf die Eier wegen dem visuellen Effekt. Ich
Todesfieberschild. Noch ein. Also das Spiel trollt uns echt. Kann der denn wenigstens mehr? Boah, der macht genau dasselbe. Oh mein Gott, hab ich wieder 10.000 gratis Gold. Ja, also das Spiel ist uns im Moment echt hart am Trollen. Ja. Naja, immerhin, es fängt an mit grünen Sachen. Ey, was geht mal den Arctos ab? Die haben eben gekrittet. What the fuck? Ja, der hat mir 43er Crit verpasst. Wie ein Frostschrein, krall dir den, dann machst du mehr Schaden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Blitz macht echt gut Schaden, muss man ja sagen. Ja. Hast du denn nur auf Level 1 oder auch schon höher? Ne, ist auf Stufe 1. Oh, okay. Aber macht gut Damage. Ich hab den auch richtig hart in Erinnerung, aber man muss den halt den CD runterkriegen. Das gilt also ziemlich für alle Mage-Fähigkeiten. Also wenn man Mage spielt. So, Wildschwein-Männchen, komm mal her. Ich tank dich weg. Ich kann immer noch gut Schaden, wie ich schon Männchen. So. Oh. Ich guck mal, ob der verzierten Truhe noch was drin ist. Das sieht nicht gut aus. Jürgen, ich schlage vor, dass du zurückportest, den Quest abgibst und Heiltränke kaufst. Wieso? Hm? Naja, weil auf mich verlassen war hier und wenn du willst, darfst du eine Todeswehrschild für mich verkaufen. Okay, Mama. Das ist ein bisschen Geld. Ich brauche ihn nicht mehr. Ja, wir schaffen es halt wirklich, genau das zu bekommen, was wir nicht wollen, dann auch noch das doppelt. Mit genau denselben Stats, das ist schon ziemlich strong. Naja gut, ein grünes Schild ist schon gut. Nur zweimal ein grünes Schild nicht. Muss man gerade einen Schluck trinken. So, wo hast du diesen Quest denn angenommen? Nein, Dingsbums in Delphi. Ja, das ist mir soweit auch bewusst. Ah, ich glaube, das war da der unten. Jetzt du ein Port sonst für mich gleich? Stehe genau neben deinem Port. Ob du mir einen setzt? Ja, hast gesetzt. Bist echt, darum zu, bist echt zu faul, bis zum Porter zurückzurennen. Ja, bei der Geschwindigkeit, die ich laufe, ja. Okay. Weiter geht's. So, wir wissen, wo es lang geht. Im Prinzip hier runter. Und dann jetzt hier hinten gleich wieder hoch. Bist du nicht schon zu weit runtergerannt? Nee. Nein, ach doch, ja, echt egal. Dann gehen wir jetzt wieder den Weg lang. Oh, ich glaube, mein neuer Mut hat dich gerade nicht erwischt, kann das sein? Das ist richtig. Also viel Akku hattest du doch gar nicht. Oh, ich hatte Akku. War nicht so viel. Ich weiß nicht, ich verliere im Moment gerade dauerhaft Leben. Ich weiß nicht, was ist. Keine Ahnung, aber ich hab Neumod Cooldown. Mein Leben sinkt. Wenn ich irgendwas mache. Und zwar richtig heftig. Immer noch? Irgendwas mit Gift war hier. Immer noch, oder? Nein, jetzt nicht mehr. Vielleicht war es ein Aura oder sowas. Also es hat echt wehgetan. Wie du dich voll heilt, Alter. Hier lang. Also das Gift von denen macht gut Schaden, muss man ja sagen.
Boah, fuck, jetzt kommen die Viecher, die die ganze Zeit kritten. Oh, oh, Limos. Ist gestunt. Ich hab den auch nochmal gestunt. Hast du noch einen Stun? Ja, okay, tot. Die Viecher kritten aber ganz gut. Die tun richtig weh, die tun auch mir weh. Zweimal gestunt. Boah, die hauen richtig rein, die Viecher. Die tun weh. Boah, und wie die weh tun. Ja, das sind die ersten da Viecher, die dauerhaft kritten, mehr oder weniger. Das ist für dich, du Witzbold. Nein, ich sammel... Du sammelst... Ach ja. Stimmt, dann habe ich von den Dionysos Weinstock doch aus Versehen aufgesammelt. Noob. Ich bin voll der Pro, ja. Oh, mittlerweile fährt das Level auch nicht mehr so schnell, ey, das fuckt voll ab. Geht ganz ehrlich einfach sterben. Ich hasse euch. Oh Gott. Warum geht er auf dich? Ich weiß es nicht, aber ich will das Level abhaben. Und ich will hier raus, weil die Viecher droppen nie irgendeine Kip. Stimmt, die Viecher werden nichts droppen. Sagen, mein Schildschlag macht mit dem neuen Schild aber gut Schaden. Level. Was? Ich noch nicht. Ach, fuck, jetzt habe ich gerade das falsche eingesammelt. Ich wollte das Gold einsammeln. Da ist ein Kloppschrein für dich. Kloppischrein. Ein Kloppischrein, schön. Ein Kloppschrein. Wo ist schon hin? Darfst du leveln? Ja, darfst du leveln. So, ein Punkt in Death, ein Punkt in Natur. Oh, welche coolen neuen Fähigkeiten. Was haben wir denn hier? Skelichters. Ich könnte theoretisch einen Punkt in Sturmwoge reinmachen, ne? Tja. Mach das doch. Ne, komm, wir gehen auf neuen Mut, noch drei Level, dann ist der neue Mut auf Max. Ich nehme an, ich tue noch einen da rein, dann noch zwei Level in die Mastery, dann bin ich da auch voll. Und dann geht's ab in Damage. Nur noch in Damage. Weil dann brauchen wir ihn. Mhm. Na dann. Ach du Scheiße. Geh mal weg. Oh, fuck, jetzt haben wir schon die Limos gepult. Aua, machen die Schaden. Oh oh, der Limos labt sich an mir. Das war ein bisschen Sturmwoge. Die Sturmwoge macht richtig harten Damage. Echt? Macht die richtig gut Damage sogar? Ja. Aber ich habe halt ziemlich viel Energie dafür reserviert. Tja. Auf mich gilt die nicht, ne? Und vor allem stunt die auch. Alles, was ich habe, stunt irgendwie. Oh, der Limos macht so viel Schaden. Ja, du hast nichts mit LKS widerstanden, ne? Ja, bei meinem Göttingen sieht das ganz anders aus. Da macht mir Limos nämlich gar nichts. Da habe ich 288 Widerstand. Aber das kriegt man ja auch nur hin, wenn man selbst diesen Schadensart macht, auf solche Resistenzen zu kommen. Ach, Quatsch, ey. Das brauchst du nur das richtige Equip. Ja, aber das bringt... So, Energietrank. So, ich finde, so langsam können wir wieder was Schönes droppen.
Ja, so, dann sind wir gleich schon im Panas, voll geil. So, ich habe mal gerade eben mal geguckt, die Energie-Rack steigt gar nicht so sehr durch den Rack-Aura. Die Heilung steigt extrem. Ja, die Rack ist am Ende halt bei 6-0 irgendwie. Die Heal-Rack, ja. Nein, die Heal-Rack ist bei 12 am Ende oder so. Also die steigt jetzt, wenn ich eins mache, von 1 auf 2, von 1-0 auf 1-2. Ja, und hat 12 Level und das kannst du bis ans Cap bringen. Ja. Ich find's krass, dass es so die Gesundheitsreck in die Luft reißt. Tja. Sag mal, hört auf mich zu schießen. Ja, das da war dann auch eher wieder weniger. Gut, ob die Benäden droppen hier auch höchstens Speer oder Bögen. Ui. Anscheinend. Gerade entweder mein oder Julians Internetverbindung im Arsch. Ich will jetzt Skype-Geräuschen interpretieren könnt. Naja, wir sind eh gleich in Panas. Irgendwie. Das Geräusch nervt. Gott, also heute ist auf jeden Fall Tag der Kommunikationsschwierigkeit. Ist gar nicht mal so angenehm. So, eine schöne Klopp-Markierung mitnehmen. Ich hab W gedrückt, deswegen mache ich keinen Schaden. So, und da sind wir in Panas. Jo, was ist halt gerade ein bisschen blöd ist, dass Julian jetzt nicht mehr da ist wegen Skype. Aber an dieser Stelle werde ich euch dann jetzt einfach mal. Oh, doch noch nicht. Wenn die beiden tot sind. Also ich hoffe, oder wir hoffen, es hat euch gefallen, auch wenn Julian jetzt gerade nicht mehr da ist. Beim nächsten Mal werden wir hoffentlich keine technischen Schwierigkeiten mehr haben mit Skype oder Mumble. Und ja, dann sehen wir uns hier an. Im nächsten Part wieder und werden mal gucken, was uns nach Panas so erwartet. Bis dann.